Der Mond erzählte. Am Waldweg stehen zwei Bauernhäuser mit niedrigen Türen und schiefen Fenstern. Doch um sie herum wachsen Bocksdorn und Berberitzen. Das Dach ist bemoost und mit gelben Blumen und Hauswurz bewachsen. Nur Grünkohl und Kartoffeln stehen in dem kleinen Garten. Aber am Zaun blüht ein Fliederbaum. Darunter saß ein kleines Mädchen und starrte auf die alte Eiche zwischen den beiden Häusern. Dieser Baum hatte einen hohen, morschen Stamm, den man oben abgesägt hatte. Und dort hatte der Storch sein Nest gebaut. Er stand darin und klapperte mit dem Schnabel. Ein kleiner Junge kam heran und stellte sich neben das Mädchen. Sie waren Geschwister. »Was schaust du dir an?« fragte er. »Den Storch«, antwortete sie. »Die Nachbarin hat mir erzählt, dass er uns heute Abend ein Brüderchen oder Schwesterchen bringen wird. Und nun pass ich auf, um sie kommen zu sehen.« »Der Storch bringt niemanden«, erklärte der Junge. »Glaub mir, die Nachbarin hat mir auch erzählt, aber sie hat gelacht, als sie es sagte. Darum habe ich sie gefragt, ob sie es wage, bei Gott hinzuzufügen. Aber sie hat sich nicht getraut. Und daher weiß ich, dass man uns Kindern das mit dem Storch nur einredet.« »Aber woher kommen denn die kleinen Kinder?« wollte das Mädchen wissen. »Der bringt der liebe Gott«, sagte der Junge. »Er trägt sie unter seinen Umhang.« »Aber da kein Mensch den lieben Gott sehen kann, können wir es auch nicht sehen, wenn er sie bringt.« In diesem Augenblick ging ein sanfter Wind durch die Zweige des Fliederbaums. Die Kinder falteten ihre Hände und sahen sich an. Das war bestimmt der liebe Gott, der das Kleine brachte. Und sie hielten sich an den Händen. Die Tür ging auf. Es war die Nachbarin. »Kommt jetzt herein«, sagte sie. »Seht, was der Storch gebracht hat. Ein Brüderchen.« Und die Kinder nickten, wussten sie doch bereits, dass er gekommen war.